passt das alles. Aber ich muss dann neue Lava holen, denke ich, oder? Nee, muss ich nicht. Ey, ich kann die Lava hier gar nicht wegnehmen. Doch, wir müssen, ich muss neue Lava holen dann. Oh Mann! Wie war X nochmal von uns? 298 sind wir gerade. Okay, danke. Habe ich jetzt einen zu viel weggemacht? Nee, ne? Nee, das passt richtig doch. Jetzt. So passt das 6. Ja. Ich hole mir kurz eine neue Pickaxe. Ich hole mir eine neue Pickaxe. Ja, du, das ist mein Hühnchen. Gottblatt. Ah, nee, Steinhühnchen. Ich sehe dich. Ja. Oh mein Gott, ich sehe dich. Oh mein Gott. Ich sehe deinen Namen. Oh mein Gott. Stehst über, du warst auf mir drauf. Oh mein Gott. Ja, das ist wirklich gruselig. Hast du mir unter meinen Rock geguckt? Habe ich überhaupt einen Rock an? Muss ich vielleicht. Glaube nicht. Ach, ich weiß es nicht. Es ist undefinierbar. Hm. So bist du. Oh. Okay, ich habe eine neue Pickaxe. Das ist schön. Mhm, finde ich auch. Schön, dass du das genauso siehst. Ja. Bin doch nicht so böse. Na, ja, da bin ich mir noch nicht so sicher. Dankeschön. Ich merke gerade, dass das allgemein unsymmetrisch ist. Ah, nee, gar nicht. Nee, ist es nicht. Ist schon gut. Ist schon gut. Wir bauen dann, wir schließen das dann aber auch so ab hier, oder? Also, wir machen jetzt hier auch wieder eine Steinwand hin, oder? So. Finde ich schon. Ja, ja. Man kann ja da durchgehen. Ja, ja, das passt. Muss ja nicht verbunden sein. Was war das für ein Geräusch? Ich ärgere es nur, dass du jetzt die Lava da weggenommen hast. Jetzt ist das kaputt. Kaputt. Man kann die hier nicht wieder rausnehmen. Das ist das ein, was ist denn das? Ist das dein Klingelton? Ja, das ist ein Haustelefon. So. Ich habe gar keins. Ich habe nur ein Handy. Ja. Oh ne, jetzt habe ich das Loch auch aufgemacht. Aber wir lassen das jetzt einfach fließen, okay? Ich mach das so zu. So. Ach man, doch ist ja noch. Hättest du das auch so zugemacht, dann wäre alles nicht. Ach man. Was ist. Bist du noch da? Alex? Ich glaube, Alex ist gestorben. Zu viel. Du. Ja. Ich sollte mal einen zweiten Ofen machen. Alex! Nein! Ist Alex wirklich weg? Ich glaube ja. Ich sag dir, er ist gestorben. Alex? Alex, nein. Müssen wir denn das unterbrechen? Kurz. Nein, er ist noch hier, er baut noch. Oh Mann, warum sagt er da nichts mehr? Ich glaube, er ärgert uns. Wie kann er es? Wie kann es wagen, mich zu ärgern? Ganz einfach, er tut's einfach. Oh, wie ist denn das hier drüben? Dam-di-dam-di-dam-di-da-du-da. Schön, dass ich dich damit an. Nee, das war falsch. Ach, Scheiße. Ich höre mich selbst bei irgendwem. Nicht bei mir. Da bin ich mir nicht so sicher. Das war eigentlich nicht lustig gemeint. Ja, und? Ich darf nicht sagen. Das war nicht lustig. Ja. Das war nicht lustig. Hä, wo hab ich jetzt. Hab ich nicht? Das war nicht lustig. Schnief. Mhm. Schnief und so. Mhm. Eine Stufe runter, noch eine Stufe runter. Dann noch eine Stufe runter. Ich brauch noch ein Diamant. Ja, kann ich nicht mit dienen. Doch schon, aber du willst mir nicht geben. Ja, das sind wohl gesagt unterschiedliche Dinge. Oh, weil du so gemein zu mir warst. Wärst du netter gewesen? Vielleicht hätte ich dir. Na, wenn also? Ich jetzt ein Ding so hab, nicht. Dann kann ich mir ein Diamantschwert machen und dann. Vielleicht soll ich eigentlich mir erst eine Pickaxe machen. Egal. Ja, dann brauche ich noch zwei. Weil ich bin Level 14, dann kann ich gut verzaubern gehen. Ich bin nur noch Level 4. Nur weil ich Angst vor dir hatte und runtergesprungen bin. Zu Recht Angst vor dir hatte. Mhm. Mhm, weil du immer ziemlich gemein zu mir bist. Wieso redet Alex jetzt nicht mehr? Ich weiß es nicht. Alex! Er hat auch jetzt diese. Er hat auch die Baustelle verlassen.
weiß nicht, was jetzt mit ihm los ist. Er ist in sein Haus reingelaufen. Dann müssen wir jetzt die Leute unterhalten. Oh Mann, der Zombie klopft gegen. Und das ist ein Creeper vor meinem Haus. Jetzt kann ich nicht mehr rüberkommen und gucken, was mit Alex los ist. Mit Level 10 versuche ich, glaube ich, nochmal zu verzaubern, wenn ich da angekommen bin. Gott, hat man da eine höhere Chance? Obwohl, nee, hat man nicht, ne? Ich versuche, Luck zu bekommen halt. Muss echt noch ein anderes Haus bauen. Warum? Fällt dir dein Döner bitte nicht mehr? Nein. Außerdem habe ich hier viel zu wenig Platz. Ich mag Döner eigentlich. Ich habe es ewig nicht mehr gegessen. Ich auch nicht. Ich auch nicht, weil der österreichische Döner kacke ist. Na, ich eher, weil das hygienisch meistens nicht so. Also an den Dönerboden, wo ich war, schon. Hast du einen komischen Dönerboden? Ja, wir haben ein paar komische Dönerboden. Ich dachte, du wohnst in so einem Dorf. Wieso hat Alex da so eine Wand hin? Nur so ein Dorf, da ist gar nichts und so ein Städtele. Irgendwie, Alex guckt mich noch so an und wundert sich, glaube ich, was ich hier mache. Aber er sagt auch nichts dazu. Ja, warum? Aber ich mache das richtig, das weiß ich, aber ich weiß nicht, ob er mich jetzt hört. Oh, jetzt hat er wieder einen Stein in der Hand. Ich habe Angst, was er damit macht. Was macht er damit? Er macht gleich die Lava aus. Ich sehe schon, er macht gleich... Alter, wenn er jetzt die Lava ausmacht. Dann hast du ihn. Alter, wie, er macht die Lava aus. Mach die Lava aus. Wie habe ich denn das hier drüben gebaut? Telefon. Okay. Ja, hat er gerade geschrieben. Oh. Ja, weil ich ihn gefragt habe. Zack. Nein! Oh, vorsichtig. Vorsichtig. Ich habe hier was fast kaputt gemacht. Yes. Du wundervolles Stück. Warum bist du schon wieder so fies zu mir? Das ist nicht nett. Ich hab das nur für... Ja, egal. Jetzt macht er dann noch eine Reihe Dings weg und jetzt hat er zu viel weggemacht. Alter, Alex. Was machst du? Mach dir alles kaputt. Mach dir alles kaputt. Mach dir alles kaputt. Baust du wieder hin? Ja, aber das ist anstrengend, wenn ich alles wegmache und wieder hinmache. Gott, eigentlich sollte ich jetzt mein Dach weiterbauen, aber ich würde jetzt eigentlich gern schlafen gehen, weil ich es nicht mag im Regen und dann auch noch. Ja. Könntest ja bei uns hier mal mithelfen. Ausnahmsweise. Mithelfen, also. Was ist denn das? Ich doch nicht. Solche. Was denkst du, wer ich bin? Nein, Alex, das ist falsch, Alex. Ich hoffe, er hört mich. Das ist falsch. Du machst es unsymmetrisch, auf meine Treppen wieder wegzumachen. Das ist falsch. Du hast es anders gebaut. Wir wollten es doch symmetrisch machen. Ich frage mich, ob er mich überhaupt hört. Ich mache es jetzt richtig für ihn. Frag ihn mal, ob er mich hört. Warum fragst du nicht selber? Weil ich nicht tippen möchte, weil ich gerade baue. Aber ich glaube, er hat gerade verstanden, dass ich es jetzt korrigiert habe. Sieht so aus, als hätte er es verstanden. Er läuft hier so fröhlich hin und her. Jetzt auch mal kommen. Ja. Okay. Wie wär's? Du könntest hier mithelfen. Bring ein paar Steine mit. Und Lava, wenn möglich. Kannst du Lava mitbringen? Nein. Wieso hast du keine Lava? Oh mein Gott, es klopfen welche. Klopfen Zombies an meiner Tür. Ja, und ich mach ihn kaputt. Ich befreie dein Haus von Zombies. Ich bin der Oh mein Gott, eine Spinne. Spinni! Oh, die ist ganz lieb und süß. Was macht der hier? Jetzt macht er da was in die Wand rein. Blinzel mich nochmal an. Er hat Blümchen für dich. Oh. Bin gerade mit meinem Spinnchen beschäftigt. Komm, blinzel mich an. Das macht mein Kätzchen auch immer blinzeln. Komm. Dui. Oh. Dui. Nein. Das ist süß. Hast du Lava mitgebracht? Nein, ich weiß nicht mal, wo der. Hast du die Tür von meinem Haus zugemacht? Ja. Sicher? Ja. Ich kann dir nicht vertrauen. Ist sie wirklich, also ist sie wirklich zu? Weiß ich nicht. Oh Mann. Egal. Da waren ganz viele Creeper und sowas vor deiner Haustür. Ich weiß nicht wirklich, ob ich sie zugemacht habe. Bin mir nicht sicher. Was macht der da? Achso, er hat es richtig gemacht. Schon gut. Er steht direkt in der Lava. Hast du Wasser? Nee, habe ich nicht. Wir können gar nichts machen.
Ah, er hat aufgehört zu filmen. Wo muss ich jetzt machen? Ah, du kannst zugucken. Nein, wo muss ich jetzt hingraben? Also wo muss ich jetzt... Ja, du musst irgendwie deinen Weg hier hingraben. Aber wo? Weiß ich nicht. Du musst deine eigene Verbindung suchen. Tut mir leid, du kannst vielleicht einen Gang von einem von unseren Gängen benutzen oder du machst den eigenen Gang hier hin. Du kannst ja hier irgendwie oder durch. Ich mach so eine Verbindung von seinem Gang zu deinem Gang und dass ich dann so eine Verbindung von, zu beiden Häusern sozusagen habe. So. Ja, ich weiß nicht, ob das möchte. Das möchte. Das heißt, dass du durch ein Hintertürchen in mein Haus rein kannst? Ja. Ja, weiß nicht. So, ich brauche Lava. Hast du noch Lava? Hat irgendwer noch Lava in seinem Haus? Ja. Warum hast du keine Lava in deinem Haus? Was tippst du? Hat dich nicht zu interessieren. Warum nicht? Bist du eifersüchtig? Ja. Warum sollte ich eifersüchtig sein? Weil ich gerade dir keine Aufmerksamkeit... Was heißt ich? Das musst du noch ausweiten, dass der Gang hier auf die 2 Stufen ist. Ja, eigentlich wollte ich das nicht, aber ich mache es, glaube ich, tatsächlich. Ja. Und hier müssen 2 Treppen hoch, damit man hier nicht so springen muss. Wo sind 2? Nee, will ich nicht. Ich will da keine Treppe ranbauen. Warum? Nee, es soll so bleiben. Muss aber immer so... Guckst du und dann... Ich weiß schon... Das ist, aber mich stört das nicht. Ich bin nicht so faul. Nee. Ich jogge auch regelmäßig. Oh. Mhm. Ja. Ich bin sportlich. Oh mein Gott, Wasser! Nein! Oh nein, ich habe den See kaputt gemacht. Hast du ein Dreck-Dings dabei? Ja. Ich habe schon alles gerettet. Jetzt muss der Sand hier aber weg. Was machst du denn hier so komisch? Wieso komisch? Ja, weil das voll arg an der Wasseroberfläche ist. Ja. An der Oberfläche. Natürlich ist das ein... Natürlich, ich habe das ja auch extra unter das Wasser gebaut. Das sollte doch unter das Wasser, damit wir da so eine Glaskuppel machen. Ja, aber ich habe gedacht, dass du den Gang hier, dass der früher ich stecke irgendwie fest. Reingeht, okay. Wieder da! Oh mein Gott, es lebt. Baby! Schätzelein. Oh, was gerade ist. So, hier. Muss ich auch was essen? Jetzt stink ich. Ich habe jetzt auch. Oh, lass uns zusammen stinken. Stink, stink. Widerlich sind wir. Ja. Ziemlich widerlich. Das war dir schon immer. So. Ich glaube, bald darfst du nicht mehr in ihrem Bettchen schlafen. Nee, Sandy stinkt nicht. Aber du hast gerade von uns gesprochen. Ja. Sandy fischelt ein bisschen. Okay. Inwiefern ist das jetzt besser? Ich bin der Drecksau. Hat noch irgendwer Lava? Nee, ne? Nein. Ah, da muss ich schon wieder in eine Höhle rein, um Lava zu finden. Ihr seid voll die Asis. Voll auf 2 Personen ausgelegt hier. Das ist nun mal bei einem 2-seitigen Tor so. Da kann man nichts machen. Wir können das nicht auf 3 Seiten ausbauen. Kann man schon. Man kann sogar 4 Seiten. Nee, kann man nicht. Kann man. Dann mach es. Nein. Also Mann kann, aber ich weiß nicht. Und Frau. Müssten dir helfen wahrscheinlich. Ja. Ich fand's auch lustig. So, Mann, hier ist auch keine Lava. Wieso ist die Höhle so klein? Wer hat diese Scheißhöhle hier aufgegraben? Ich weiß, was war. Die gähnt. Hey, hier tropft's. Das macht mich echt... Lass das tropfen, bitte. Wehe, du machst das jetzt kaputt. Das verlockt einen. Wehe, du machst das jetzt kaputt. Oh, Mann. Nachher läuft das noch ins Nether-Tor rein. Du bist scheiße, ganz ehrlich. Lass das, mach das jetzt zu. Jetzt bin ich hier drin. Ja. Soll ich es wieder aufmachen, dann kann ich wieder hochschwimmen. Nein, lass es jetzt zu. Jetzt komm aus meinem Haus raus. Ja. Kein gutes Gefühl dabei, dass du in meinem Haus bist. Es gab mal andere Zeiten, aber mittlerweile bin ich mir dann nicht mehr so sicher. Ich jetzt nochmal dein Haus angucken. Da oben ist nicht viel zum Entdecken. Oh, wirklich noch ein Bett. Ja, für mich.